Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Morten Ohle und heute sprechen wir über das Thema Chatbot-Marketing. In diesem Video zeige ich dir, wie du deinen eigenen Chatbot bauen kannst, spreche kurz mit dir über die Theorie dahinter, welche Vor- und Nachteile das Ganze hat und warum man Chatbot-Marketing nutzen sollte oder vielleicht auch nicht nutzen sollte und was meine Erfahrungen damit sind. Und wenn du darauf Bock hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Bevor wir an den Bildschirm wechseln und uns genau anschauen, wie ihr einen Chatbot bauen könnt und was für Software ich dafür nutze, möchte ich kurz vorweg ein wenig über die Theorie bzw. darüber sprechen, warum das Ganze so ein mächtiges Tool, ein mächtiger Kanal ist, der Facebook Messenger, und welche vielleicht auch Nachteile er mit sich bringt. Über den Facebook Messenger kann man ja seit eigentlich schon geraumer Zeit mittlerweile eben eine Software anbinden und darüber quasi automatisiert Nachrichten senden, einen intelligenten Bot aufsetzen, der es einem erlaubt, quasi hier Kundenservice anzubieten, Produkte zu verkaufen oder auch quasi generell neue Kunden zu akquirieren über Kampagnen. Man kann das klassischerweise ein bisschen vergleichen mit dem E-Mail-Marketing, wo man ja letztendlich auch Leads einsammelt, also Kontakterlaubnisse, und diese Leuten dann E-Mail-Kampagnen zusendet und eben auch versucht, den Leuten irgendwie die eigene Dienstleistung oder das eigene Produkt schmackhaft zu machen. Und ähnlich funktioniert das auch im Messenger. Wenn die Leute sich eben dafür anmelden, ist das wie ein Lead. Und ich kann die Leute immer wieder kontaktieren, kann ihnen über automatisierte sozusagen, Pläne auch eine Art Autoresponder zuschicken, um ihnen letztendlich ein Produkt oder eben eine Dienstleistung anzupreisen und zu verkaufen. Sprechen wir mal über die Vorteile von Messenger-Marketing. Ganz klar, wir sprechen den Nutzer eben auf einem relativ unverbrauchten Kanal an, unverbrauchten Anführungsstrichen, weil mittlerweile gibt es natürlich schon einige Player, gerade im Bereich Online-Marketing, die diesen Kanal entdeckt haben. Aber gerade in Nischen, die vielleicht noch nicht so digital sind, ist eben Messenger-Marketing noch nicht so stark vorgedrungen. Und in diesen Nischen kann es eben noch relativ einfach sein, dort günstig Leads zu generieren. Man ist eben wirklich in einem unverbrauchten Kanal, also es ist noch nicht so bekannt, dass man dort eben mit Werbebotschaften überfrachtet wird im Messenger. Und gerade deshalb kann man den Nutzer eben in seiner relativ persönlichen Umgebung ansprechen. Das heißt, er chattet dort mit seinen Freunden, Bekannten, Kollegen, wem auch immer. Und man kann ihm dort als Unternehmen auch eine Nachricht senden, direkt in seine Messenger-Box. Und Erfahrungen und Statistiken zeigen, dass diese Nachrichten deutlich öfter geöffnet werden und auch mehr geklickt werden. Also die Links in den Nachrichten werden tendenziell eher geklickt als bei klassischen E-Mail-Kampagnen. Liegt wohl logischerweise daran, dass E-Mails sehr verbraucht sind. Also ich glaube, wer ein großes E-Mail-Postfach hat, kriegt da zig Newsletter von zig Anbietern. Und man hat irgendwie das Gefühl, also man muss schon wirklich eine knackige Headline oder Betreffzeile schreiben. Man muss schon irgendwie was Besonderes bieten auch in seinem Newsletter, dass die Leute sich den Newsletter auch anschauen und dann auch irgendwie vielleicht was kaufen. Also das ist, da hat man schon eine größere Herausforderung, weil einfach auch die Konkurrenz sozusagen im E-Mail-Postfach des Kunden schon viel größer ist. Und bei Messenger-Marketing kann es sein, dass man in seiner Nische eben noch relativ alleine dasteht. Ein weiterer Vorteil von Messenger-Marketing ist eben die Einstiegshürde aus finanzieller Sicht. Die Tools, die es dafür gibt, sind meistens kostenlos in der Basisversion und erlauben irgendwie, bei ManyChat sind es 500 Nutzer, bei ChatWiz sind es 5000 Nutzer, eben gleichzeitig im Messenger zu haben. Erst bei mehr Nutzern muss man dann auch auf eine Pro-Version upgraden und bezahlen. Klar, die Pro-Version beinhaltet auch noch mal mehr Funktionen, die eben nützlich sind oder eben nicht nützlich sind, aber für einen absoluten Anfänger reicht oft die kostenlose Version bis zu einem gewissen Grad aus. Bei E-Mail-Marketing-Anbietern ist es meistens so, dass die kostenlose Version super eingeschränkt sind, wenn es überhaupt eine gibt, und die Pro-Version auch eigentlich mindestens mal 20 Euro im Monat kosten. Und dementsprechend sind natürlich die Kosten für einen vernünftigen E-Mail-Marketing-Anbieter oft viel höher als für einen Messenger-Bot. Zuletzt auch ein Vorteil aus meinen persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Messenger-Bot-Marketing. Und zwar sind die Lead-Kosten bei mir drastisch gesunken. Also ich habe vorher viele Kampagnen geschaltet, um eben E-Mail-Adressen einzusammeln, klassischerweise mit einem Lead-Magneten.
und habe dort quasi ja, auf eine Landingpage verlinkt, ganz normal eben das Produkt angepreist und den Nutzer eben dazu aufgefordert, seine E-Mail-Adresse einzutragen. Das Ergebnis war, ja, ich habe relativ viel dafür bezahlt, um eine E-Mail-Adresse zu bekommen. Wenn ich das jetzt heute in Relation setze zu dem, was ich bezahle, um einen Messenger-Lead zu akquirieren in derselben Nische. Das heißt, ich kann mal so eine Zahl nennen, bei mir waren es ungefähr so 70, teilweise 70%, ja, würde ich jetzt sagen, weniger Kosten pro Lead, die ich im Messenger gesammelt habe gegenüber E-Mail-Adressen. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe eben im Endeffekt diese typischen Facebook-Kampagnen geschaltet, um eben Messenger-Leads zu sammeln und dort eben meinen Messenger angepreist und gar keinen Lead-Magneten verwendet, sondern die Funktionalität des Messengers, weil das ist eben gleich der vierte Vorteil, den man eben nutzen kann, dass man den Messenger mit unglaublich vielen Funktionen ausstatten kann, Multimedia-Features, die man vielleicht in der E-Mail gar nicht transferieren kann. Das heißt, ihr könnt dort Sprachnachrichten senden, Bilder, Videos, irgendwelche Integrationen von eurer Website macht, dass ihr zum Beispiel nativ Blogartikel dort ausgibt und so weiter und so fort. Das heißt, ihr habt dort deutlich mehr Spielraum, sage ich mal, innerhalb des Messengers Multimedia-Inhalte anzuzeigen, als innerhalb von einer E-Mail. Klar, eine E-Mail könnt ihr auch verlinken und könnt dann eben letztendlich auch die gleichen Inhalte dort verkaufen, aber so nativ wie Messenger ist das eben dort nicht möglich. Und somit zahle ich jetzt deutlich weniger, promote eben eigentlich nur so wirklich die Features in dem einen Beispiel von dem Messenger und zahle dort deutlich weniger pro Lead und kann natürlich auch die ganzen Nutzer jederzeit wieder anschreiben und ähnlich wie beim E-Mail-Marketing eine Kampagne sozusagen fahren. Dennoch will ich natürlich nicht die andere Seite, sozusagen die negative Seite des Messenger-Marketings auslassen, denn man muss ehrlicherweise sagen, es gibt auch so ein paar Nachteile oder ein paar Gefahren des Messenger-Marketings und das ist zum einen, ihr dürft die Nutzer halt nicht nerven im Messenger-Kanal, ansonsten werden sie ziemlich schnell, ja, melden sie sich wieder ab vom Messenger, haben keine Lust mehr, melden gegebenenfalls eure Seite, wenn sie eben merken, dass ihr denen täglich zu viele Nachrichten sendet oder vielleicht sogar ist ihnen auch schon eine Nachricht pro Tag zu viel. Das müsst ihr eben ein bisschen austesten in eurer Nische und was der Nutzer will. Gegebenenfalls konfiguriert ihr euren Bot so, dass der Nutzer sich quasi selbst entscheiden kann, wie oft möchte er irgendwie kontaktiert werden. Und segmentiert sozusagen eure Follower so, wenn das möglich ist. Und damit kann man das ein bisschen bekämpfen. Aber grundsätzlich ist es so, dass ihr natürlich aufpassen müsst, es ist ja ein sehr persönlicher Kanal, ihr schreibt dort mit seinen Freunden, Bekannten und so weiter, dass ihr ihn dort nicht zu sehr mit und auch nicht zu offensichtlich mit Werbung ja, vollspammt. Und ein weiterer Nachteil, den man auch nicht unterschätzen sollte, ist, das Thema, wem die Leads gehören. Also die Leads gehören natürlich einerseits euch, aber sie sind im Facebook Messenger gefangen. Wenn Facebook eines Tages entscheiden sollte, weil zu viele Nutzer sich beschweren und plötzlich nur noch Facebook Messenger Bots unterwegs sind, die Unternehmen quasi in einen Sondertab zu verbannen, also quasi die privaten Kontakte, die privaten Chats wieder von den Unternehmenschats zu trennen, wenn Facebook das veranlassen sollte, könnte es sein, dass ihr eben viel schwieriger eure Zielgruppe erreicht, als es vielleicht vor einem Facebook-Update der Fall war. Das heißt, ihr seid da sehr stark von Facebook abhängig und könnt auch nicht sagen, ich schreibe die Nutzer jetzt auf einem anderen Kanal an. Wenn euer E-Mail-Marketing-Anbieter nicht mehr das leistet, was er leisten sollte, dann exportiert ihr eure E-Mail-Adressen und sendet den Nutzer E-Mails von einem anderen Anbieter. Das geht im Facebook-Messenger-Marketing eben nicht. Dennoch gibt es denn so eine Art Trick, Workaround oder eine Möglichkeit, das ganze Risiko ein bisschen runterzufahren. Und das ist eben die beiden Kanäle gegenseitig zu pushen, also sowohl E-Mail-Marketing als auch Facebook-Messenger-Marketing zu betreiben. Klar, ich habe so den doppelten Aufwand, weil ich zwei Kanäle pflegen muss, vielleicht auch die doppelten Kosten, weil ich zwei Tools bezahlen muss und habe natürlich auch die technische Herausforderung, die beiden Kanäle gegenseitig zu verknüpfen bzw. sich gegenseitig stärken zu lassen, das ist klar. Aber ich habe dann den extremen Benefit, dass ich unter Umständen in meiner Nische extrem günstig Leads einkaufe über den Facebook Messenger und diese Leads dann letztendlich doch in E-Mail-Leads auch verwandeln kann und so quasi beide Kanäle wachsen lassen kann und trotzdem irgendwo die Sicherheit habe, falls der Facebook Messenger sich verändert, kann ich immer noch die Leute per E-Mail kontaktieren. Wie mache ich das? Als kleines Beispiel, ich habe im Facebook Messenger eine Kampagne laufen und verschenke dort ein PDF an die Nutzer, die schon in meinem Messenger drin sind, aber noch nicht in meiner E-Mail-Liste, kann ich dann sagen, hey, ich habe hier ein PDF,
wenn du dieses PDF haben willst, dann gib mir deine E-Mail-Adresse und dann schicke ich es an diese E-Mail-Adresse. Klar, ich könnte es auch im Facebook Messenger versenden, aber ich möchte, dass der Nutzer seine E-Mail-Adresse hergibt. Das heißt, ich gebe dem Nutzer quasi die Möglichkeit, einen weiteren Lead-Magneten innerhalb des Messengers zu erhalten, zu bestellen, indem er seine E-Mail-Adresse hergibt. Und so kann ich eben quasi beide Kanäle gegenseitig stärken bzw. so synchronisieren, wie man auch immer will. Natürlich werden nicht alle Leute auf dieses Angebot eingehen und ihre E-Mail-Adresse rausgeben, aber es hilft dabei, das Risiko, wie ich es eben eingangs erwähnt hatte, zu reduzieren. Für diesen Zweck haben sich in der Vergangenheit relativ viele Softwareprodukte etabliert. Es gibt eigentlich so zwei große, wo ich sage, das sind so die man nutzen sollte oder nutzen kann. Das ist einmal ChatFuel, das ist mein Favorit. Und ManyChat habe ich auch schon benutzt, auch ein sehr gutes Produkt. Wir werden in dem Video jetzt auch ChatFuel verwenden, weil einfach aus meiner Sicht das Tool ein bisschen mächtiger ist, ein bisschen mehr kann. Es gibt natürlich auch wieder Punkte, wo ManyChat mehr kann und auch die kostenlose Version von ChatFuel so sehr, sehr stark ist und dementsprechend für Anfänger perfekt geeignet ist. Ich kann auch nochmal ein detaillierteres Video machen, wenn das gewünscht ist, wo ich die beiden Tools gegeneinander aufwäge und sage, okay, das oder das Tool ist gegebenenfalls besser, wenn das gewünscht ist. Und dann kann ich eben auf die einzelnen Funktionen eingehen, welches Tool eben bei welchem Szenario vielleicht die bessere Wahl ist. Grundsätzlich bin ich ein ChatFuel-Fan und deshalb bauen wir in dem Video jetzt auch den Bot mit ChatFuel. Nach dem relativ langen Intro wechseln wir jetzt endlich an den Bildschirm und ich zeige euch, wie ihr euren Messenger-Bot mit ChatFuel bauen könnt und wie ihr dann eben das Ganze mit eurer Seite verknüpft und so weiter. Alle Details erfahrt ihr dann gleich im Video am Bildschirm. Zurück auf dem Bildschirm zeige ich euch jetzt, wie ihr einen Chatbot bauen könnt mit dem Tool ChatFuel. Ich bin, wie gesagt, ein größerer Fan von ChatFuel als von ManyChat. Das sind ja quasi eigentlich so, ich würde jetzt mal aus meiner Sicht behaupten, die beiden größten Tools am Markt. Es gibt natürlich noch etliche weitere Tools mittlerweile, die ihr nutzen könnt, um einen Facebook-Chatbot zu bauen. Aber das sind eigentlich so meine Favoriten und von den beiden finde ich ChatFuel aktuell noch ein bisschen besser. Wenn ihr noch nie bei ChatFuel einen Bot erstellt habt, dann solltet ihr in der Regel wenn ihr auf die Seite geht von ChatFuel, auf einer Seite landen, die so aussieht. Das heißt, eine klassische Landingpage, könnt ihr euch ein bisschen anschauen, was man hier Tolles machen kann. Ein paar Previews anschauen von bestimmten Funktionen und so weiter. Ich kann hier ein paar Referenzen, welche Netzwerke bzw. welche Brands ChatFuel verwenden und so weiter. Und wenn ihr dann Bock drauf habt mitzumachen, dann könnt ihr hier mit Continue with Facebook euch einfach kostenlos anmelden. Dazu braucht ihr natürlich einen Facebook-Account, aber ohne Facebook-Account könnt ihr sowieso keine Facebook-Seite betreiben. Deshalb ist es sowieso obligatorisch. Ein bisschen interessant ist noch ChatFuel Pro. Das gibt es ab $15 im Monat, ist aber erstmal überhaupt nicht notwendig. Wie wir sehen, hat so ein paar nette Extras. Man kann zum Beispiel die Nutzer aus dem Bot exportieren, um sie dann als Facebook Audience zu nutzen bei Facebook Werbeanzeigen. Man kann eben mehr Insights bekommen und so weiter. Die Werbung, also komplett das ChatView Branding entfernen und so weiter. Ein paar Kleinigkeiten, wo ich jetzt aber sagen würde, dass jemand, der sich vielleicht erstmal 500 Nutzer aufbauen möchte in seinem Chatbot oder vielleicht, also wirklich am Anfang ist und ganz, ja, so wie ich im Endeffekt auch, das einfach nur mal aufbauen möchte, der braucht jetzt erstmal auch kein Premium- oder Pro-Paket hier abschließen. Das lohnt sich dann erst, wenn man wirklich eine relevante Zielgruppengröße hat. Wenn ihr euch also angemeldet habt, dann solltet ihr in dieser Oberfläche landen. Ihr seht es, hier habe ich zwei Bots drin, beziehungsweise eigentlich nur einen. Das ist von unserem anderen Projekt, wo wir auch einen größeren Bot betreiben. Also jetzt nicht von den Zahlen her, sondern wo wir halt was aufgebaut haben mit vielen Funktionen und das auch gerade ein bisschen testen mit Werbeanzeigen. Wir haben jetzt, wie ihr seht, hier 85 Leute eingesammelt über Werbeanzeigen. In zukünftigen Videos kann ich euch auch gerne mal zeigen, wie man das zum Beispiel mit einer Anzeige verbindet und wie das alles funktioniert. Aber heute geht es erstmal ums Technische, wie ihr quasi den Bot aufbauen könnt und strukturieren könntet und so weiter,
und welche Funktionen es alles gibt. Natürlich jetzt erstmal auf die Basics beschränkt, da wir dann in späteren einzelnen Videos vielleicht nochmal so auf Special-Funktionen eingehen können. Ja, wenn ihr jetzt also starten wollt, dann gibt es hier ganz groß den Button Create from Template. Und dann kommen wir zu dieser riesigen Übersicht hier und können uns aus verschiedensten Kategorien ein Template zulegen, wenn wir das möchten. Es gibt auch Templates, die sogar Geld kosten, wie wir hier sehen, für Gym zum Beispiel oder hier Product Recommendation. Da gibt es eine ganze Reihe von Templates, die eben schon vorgefertigte Chatverläufe und Funktionsimplementierungen haben. Ich habe mir mal ein paar von denen angeschaut, also im Endeffekt vor allem die kostenlosen. Da muss man natürlich sagen, ist ganz nett. Man muss dann halt, man kann im Endeffekt das einfach nutzen und alles übersetzen, aber es ist halt dann irgendwie doch, endet es dann damit, dass man doch sein eigenes Ding zusammenbastelt. Die Pro-Version für 150 Euro, da weiß ich jetzt nicht, ob da mehr dahinter steckt, müsste man sich mal anschauen. Aber hier geht es ja auch wirklich ein bisschen um from scratch das zu erstellen. Deshalb starten wir mit einem Blank Bot. Der sieht dann so aus. Sieht erstmal nach gar nichts aus und heißt einfach nur Blank Bot. Wir können das Ganze jetzt umbenennen und sagen, das ist der Morten Bot und können den dann connecten. Das Connecten ist relativ wichtig, weil hier geht es jetzt darum, den Bot zu verbinden mit einer Facebook-Seite. Ich verbinde das jetzt gerade mal mit meiner persönlichen Facebook-Seite. Die hat null Likes, null gar nichts, aber einfach nur für diese Testzwecke. Und wir sehen jetzt hier, wir sind verbunden. Morten Bot hat jetzt auch das Profilbild bekommen von meiner Facebook-Seite und wir können quasi starten. Hier ist nochmal der Hinweis, dass wir das Ganze auf Pro upgraden können. Das möchten wir natürlich jetzt erstmal nicht machen. Wir fangen mal an mit dem Persistent-Menü. Hier ist interessant, dass wir einstellen können, ob der Nutzer überhaupt was schreiben kann in unserem Bot oder ob er sich nur mit diesen Menüpunkten hier navigieren darf. Ich persönlich sage, der Nutzer, es ist ein Chat und da ist das natürlich Verhalten eines Nutzers zu schreiben. Und dementsprechend würde ich das auf jeden Fall aktiviert lassen und dann natürlich trotzdem mit diesen Menüpunkten zu arbeiten. Die können wir, machen dann aber erst Sinn, wenn wir wirklich Funktionen auch implementiert haben, auf die wir verlinken können, also sogenannte Blöcke. Ansonsten bringt uns das Menü erstmal nichts. Dann können wir die Zeitzone einstellen. Hier macht es natürlich Sinn, unsere eigene Zeit zu nehmen, Berlin. Wir können hier Payments einrichten, ist aber auch erstmal nicht so relevant. Und ansonsten ist das jetzt alles erstmal nicht von höchster Bedeutung, um unseren Bot zu nutzen. Wir gehen jetzt mal die ganzen Funktionen durch hier auf der linken Seite. Als ersten Punkt haben wir hier Automate. Das ist im Endeffekt eigentlich das wichtigste Fenster, denn hier könnt ihr die ganzen sozusagen Blöcke oder Sequenzen anlegen, wo letztendlich der Content, also die Inhalte von unserem Bot konfiguriert werden. Das ist jetzt zum Beispiel die Welcome Message, das ist die Nachricht, die jeder bekommt, der unseren Bot betritt. Das heißt, er geht auf meine Facebook-Seite, klickt auf Nachricht senden, dann würde er diese Nachricht hier bekommen. In dem Fall macht die jetzt nicht so viel Sinn, weil sie ist Englisch, sondern willkommen in meinem Chatbot. So, wie kann ich dir weiterhelfen? Und jetzt könnte ich zum Beispiel auch ein paar Menüpunkte hier wieder anfügen mit Buttons, um auf Funktionen zu verlinken. Die gibt es noch nicht, also lasse ich das jetzt einfach mal stehen. Dann die Default Answer ist im Endeffekt die Antwort, die ausgewählt wird, wenn der Bot noch, also keine andere Nachricht versteht. Also wenn er, wir haben jetzt ganz viele Blöcke und Funktionen hier und irgendjemand schreibt was in dem Block, was eben nicht verstanden wird, dann landet eben die Nachricht eben bei dieser Antwort hier und dann kann dann zum Beispiel sowas stehen wie: Sorry, leider kann ich nicht verstehen, wie ich dir helfen kann oder ähnliches, ja. Gerne kannst du per
persönlichen Kontakt zu mir aufnehmen. So, das wäre zum Beispiel eine Beispielantwort und da könnte man hier jetzt verlinken auf einen Live-Chat, wo dann wirklich aktiv ein Chat initiiert wird mit einem Support-Mitarbeiter oder einem realen Menschen. Dann bekommt nämlich der Administrator, einer der Administratoren der Seite eine Benachrichtigung, dass jemand Hilfe braucht. Das ist vielleicht gerade relevant, wenn ihr jetzt versucht, eure Support von eurer Seite, eurem Produkt zu automatisieren. Dann kann man hier das ganz cool dafür nutzen. Wir jetzt fangen jetzt aber mal an und schauen uns einfach mal an, was hier so möglich ist. Man entscheidet hier grundsätzlich zwischen Sequences und Groups. Eine Gruppe ist im Endeffekt eine Sammlung von bestimmten Blöcken. Also man nennt es jetzt mal Content 1 und kann jetzt hier anfangen, Sachen anzulegen, zum Beispiel ein Live-Chat. Das wäre jetzt ein Content-Block. Ich könnte jetzt hier willkommen im Support-Chat. So, könnte ich jetzt eintragen und ich würde dann eine Funktion hier heraussuchen. Jetzt muss ich gerade mal selber schauen, wo diese Funktion ist. Das ist nämlich nicht Chatroom, soviel ich weiß. Genau, der Live-Chat, da ist es. Und jetzt erscheint eben einfach dieses Fenster hier. Und hier könnt ihr auch den Chat hier, die Nachrichten, die Welcome-Message zum Chat hier eintragen. Zum Beispiel, du hast einen Support-Chat mit unseren Mitarbeitern gestartet. Ja, wäre jetzt so eine typische Antwort, wenn man so einen Support-Center hat und kann dann hier im Endeffekt hinzufügen, dass man den Chat auch beenden kann, dass jemand einfach wieder raustreten kann. Und das Ganze hat auch ein Timeout. Und dann kommt nochmal eine Antwort, der Chat wurde beendet. Ab hier sprichst du wieder mit dem Bot. Wichtig ist noch zu verstehen, dass das jetzt hier im Endeffekt so ein dezidierter Chat in irgendeiner Form ist. Wir können es auch zum Beispiel reinschreiben, gerne schreib uns doch, passt es gar nicht mehr rein, könnt es hier oben reinschreiben. Ja, irgendwie so eine Art Nachricht von wegen, schreib uns gerne schon dein Anliegen in den Chat. Ja, und dann kann der Nutzer antworten und kann dann eben warten, bis der Mitarbeiter antwortet. Wir können außerdem noch so ein Typing hinzufügen, ganz oben, dass das ein bisschen natürlicher wirkt, sonst kommen nämlich alle Nachrichten immer mit einem Schlag. Und wenn man so eine Sekunde Typing drin hat, dann wirkt das einfach ein bisschen, ja, natürlich chatmäßiger. Das ist immer eine ganz coole Funktion, um eben so ein bisschen Chatgefühl aufkommen zu lassen. Des Weiteren könnten wir einen Blogartikel-Blog erstellen. Das heißt, hier könnten wir mithilfe des RSS-Imports Blogartikel von einem Blog, zum Beispiel einem WordPress-Blog, ausgeben. Gehen wir auf morten.ole.com, gehen hier in den Feed, also /Feed. Wenn ihr auch eine WordPress-Seite betreibt, dann könnt ihr auch auf diesen Feed zugreifen, also von eurer eigenen Seite, und könnt dann eben das einfach kopieren, hier einfügen und könnt somit dann auf die letzten Blogartikel von eurem WordPress-Blog zugreifen und die hier ausgeben. Das Ganze wählen wir jetzt mal mit 5 Stories aus. Können jetzt hier natürlich noch einen Subscription-Title hinzufügen, nennen das einfach mal Blogartikel. Können den Nutzer noch erlauben, das Ganze zu abonnieren. Auf die Funktion gehe ich aber später nochmal ein. Denn das heißt nicht, dass der Nutzer automatisch den Content bekommt, sondern ihr müsst dann auch noch konfigurieren, dass er das zum Beispiel in regelmäßigen Abständen immer wieder zugeschickt bekommt oder er es zum Beispiel abrufen kann, seine Abos in irgendeiner Form. Das können wir uns aber später nochmal anschauen. Interessant ist noch Modify Default Plugin Phrases. Hier können jetzt noch die ganzen Buttons sozusagen übersetzt werden. Das ist, wie ihr seht, alles Englisch. Read here wäre zum Beispiel jetzt lesen oder sowas. Ja, View on Web im Browser anzeigen etc. Das kann man sich aber dann selber so übersetzen, wie man es gerne hätte.
Interessant wäre natürlich jetzt auch noch hier was zu schreiben, wie zum Beispiel hier sind die letzten Blogartikel von meinem Blog. Schiebe das natürlich über den RSS-Feed und haue vielleicht auch nochmal hier das Typing-Ding rein, so dass ich dann einfach so ein bisschen wieder das Natürliche drin habe. Und schon habe ich jetzt schon mal zwei Funktionen in meinem Bot implementiert. Könnte jetzt noch weitere Funktionen implementieren. Was zum Beispiel ganz cool ist, ist die Google Site Search. Was kann ich damit machen? Ich kann damit den Nutzer erlauben, auf meiner Website zu suchen, aber mit Hilfe von Google. Das heißt, alle Seiten, die bei Google auffindbar sind von meiner eigenen Website, können damit durchsucht werden. Ähnliches mit Bing Search oder Swift Type Search möglich, wobei Google Site Search hier das Beste ist, zumal es kostenlos ist und Google ja der größte Suchanbieter ist. Die werden also wissen, was richtig ist. Ja, wir können das aber jetzt mal spaßeshalber einrichten. Ihr seht schon, ihr braucht irgendeinen Google API Key. Dazu öffne ich einfach mal den Link hier, der dort verlinkt ist, und gehe hier die API-Konsole. Und gehe dann hier auf Verwalten und dann müsste ich irgendwo einen Zugangsdatenschlüssel haben. Genau, den kopiere ich mir jetzt raus. Ihr habt natürlich dann hier euren eigenen Schlüssel, den ihr dort verwenden müsst. Sprich, klickt auf den Link, meldet euch an, generiert euren eigenen Schlüssel, nicht meinem abschreiben, sondern ist kostenlos, also besser euren eigenen generieren. Dann ganz wichtig, die Search Engine ID. Ihr müsst quasi bei Google eine Custom Search Engine erstellen. Das geht auch einfach, indem ihr dort auf diesen Link klickt und dann kommt ihr auf diese Seite. Hier erstellen wir jetzt eine Suchmaschine und geben hier dann auch entsprechend eine Website ein, die durchsucht werden soll, also mortenohle.com. Die Sprache der Seite ist Deutsch. Wo ist es? German, und können es einfach anders benennen, die Suchmaschine, wenn wir wollen. Aber das passt jetzt soweit. Wir können natürlich noch mit dem schema.org bestimmte Seiten ausschließen, ist aber auch nicht relevant für uns. Und jetzt können wir auch schon die ganze Suchmaschine einbinden. Das muss ich gerade mal schauen. Irgendwo gibt es nämlich die offiziellen IDs. Genau, ich habe sie gefunden. Unter Setup gibt es dann diese Search Engine IDs und wir kopieren einfach diese ID in das Ding hier rein. Und was natürlich wichtig ist, was wir nicht vergessen dürfen, ist, die Suchergebnisse müssen ja irgendwo herkommen. Dementsprechend müssen wir eine Search Request definieren. Und was ist eine Search Request? Das funktioniert so: Wir haben ganz oben irgendwie eine Textbox, die sagt, wonach möchtest du suchen? Ja. Und dann vielleicht noch der Hinweis: Gib einfach einen Suchbegriff in den Chat ein. Um diesen Suchbegriff aus dem Chat zu verarbeiten, müssen wir den Blog-User-Input hier reinziehen, den auch über die Suche schieben. Und ich sehe gerade, wir hätten das eigentlich direkt hier machen können. Dann kann man sich den Textblock hier sparen. Typing haue ich noch kurz rüber. So, eine Sekunde. Hier können wir jetzt noch eine Validation einfügen, wenn wir zum Beispiel nach E-Mail, Phone oder sonst irgendwas fragen. Aber wir fragen jetzt nach dem User-Input. Und nein, das brauche ich auch gleich nochmal. Ich brauche jetzt erstmal den Type-Effekt. Und dann hätte ich gerne folgende Inhalte habe ich gefunden. Zum Beispiel kann man das dann noch dazufügen hier. Und jetzt müssen wir die Search Request von hier oben nehmen. Das ist User Input. Das muss die
geschweift in Klammern muss man schreiben. Und dann haut man User-Input hier einfach rein. Könnte jetzt hier nochmal auch eine Abo-Möglichkeit machen. Lasse ich jetzt mal raus. Trotzdem will er, dass ich das dann Abo-Titel eintrage. Dann nehme ich einfach auch User-Input hier. Genauso hier kann man dann wieder die ganzen Sätze bearbeiten. Lasse ich jetzt auch mal weg. Das könnt ihr dann für euch selber machen. Das Ganze nenne ich dann Suche. Und habe dann einen Blog wie Suche erstellt. Jetzt habe ich schon mal drei Content-Blöcke erstellt, die ich jetzt zum Beispiel auf meiner Welcome-Message verlinken kann. Ich könnte jetzt zum Beispiel verlinken auf letzte Neues vom Blog. Ja, so heißt der Button. Und der verlinkt dann auf den Blognamen Blogartikel. Könnt ihr noch einen Button hinzufügen, zum Beispiel die Suche auf dem Blog. Und würde dann hier im Endeffekt die Suche hinzufügen. Und was ich natürlich auch machen kann, ich kann immer auch auf eine URL verlinken, wie zum Beispiel auf meinen Blog hier. Und dann kann man eben direkt dort draufklicken und dann öffnet sich das Browserfenster. Eine spannende Möglichkeit noch, neben jetzt klassischen Blöcken zu erstellen, kann man hier auch, wie man hier sieht, Sequences erstellen. Und Sequences sind quasi eine Art Autoresponder, den man nutzen kann, um zum Beispiel neue Besucher oder neue Interessenten, neue Nutzer im Blog quasi regelmäßig automatisiert mit Content zu versorgen, wie eben in einer E-Mail-Kampagne. Wir nennen das jetzt einfach mal Autoresponder und erstellen jetzt einfach mal verschiedene Blöcke. Wir haben jetzt hier zum Beispiel an Tag 1, Tag 2 und wegen mir Tag 3. Jetzt können wir einstellen, dass wann dieser Autoresponder gesendet werden soll, wenn der Nutzer in diese Sequence angemeldet wird. Das heißt, um natürlich diesen Autoresponder zu bekommen, muss der Nutzer auch der Sequence beitreten. Dazu gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, den Nutzer direkt, wenn er in den Chatbot kommt, nach der Welcome-Message dort anzumelden. Und das geht eben durch diese Funktion, Subscribe to Sequence. Und wir können jetzt noch einen Filter hier hinzufügen, dass wenn irgendwelche Attribute irgendwie sind, das heißt, kann man wahrscheinlich irgendwie Männer und Frauen zum Beispiel trennen oder ähnliches, wenn man das dann möchte. Das möchten wir jetzt aber nicht. Wir möchten, dass einfach der Nutzer, der sich im Chatbot neu anmeldet, direkt in den Autoresponser geladen wird. Dann können wir hier einstellen, nach wie vielen Tagen, Sekunden, Minuten oder was auch immer der Nutzer diese Nachricht bekommt. Ich stelle es jetzt einfach mal so ein, wie im Endeffekt die Tage hier benannt sind. Und dann kann ich hier im Endeffekt irgendwas delivern. Also Value, Content 1. Ich weiß, das ist jetzt ziemlich billig, aber da müsst ihr euch dann euren eigenen Inhalt überlegen. Das soll jetzt erstmal exemplarisch sein. Und ihr könnt dann im Endeffekt über 3 Tage oder auch länger, wie ihr das eben wünscht, auch mit größeren Abständen, automatisiert irgendwas an den Nutzer rausschicken. Wir könnten dann natürlich auch irgendwelche Interaktionen hier einbauen, dass er wieder abgemeldet wird vom Autoresponder. Das heißt, wir könnten hier irgendwie einen Button hinzufügen, dass Nutzer interagiert damit, geht zum Beispiel in einen anderen Blog und so weiter. Und dann kann man ihn quasi auch von der Sequenz wieder rausnehmen. Das ist dann unsubscribe from Sequence und dann würde man Autoresponder nehmen. Das wäre zum Beispiel sinnvoll, wenn man halt versucht, einen Nutzer irgendwas anzudrehen, in Anführungsstrichen, oder irgendwas zu verkaufen. Es ist natürlich jetzt noch nicht verknüpft hier mit irgendeinem Verkaufstool. Ich glaube, derzeit gibt es da auch keine Möglichkeiten, aber ich kann zum Beispiel einstellen, okay, Nutzer reagiert nach Tag 1 nicht auf meine Nachricht, reagiert aber nach Tag 2 auf meine Nachricht und geht zum Beispiel auf irgendeine Website oder geht auf irgendeinen bestimmten Inhaltsblock in dem Chatbot und kann dann eben dort definieren, okay, er hat sich das jetzt angeschaut, jetzt muss ich ihn nicht noch 5 Tage länger belästigen damit, er scheint nicht daran interessiert zu sein. So als Beispiel. Genau, diese Autoresponder, diese Sequenzen kann man eben sehr gut nutzen, um sowas zu realisieren. Man kann da unendlich viele von erstellen und die kann man dann auch
miteinander verknüpfen und wie ich gesagt habe, kann man dann hier sein Content einfügen. Das Ganze ist übrigens nicht beschränkt einfach hier auf Text-Content. Wir können zum Beispiel auch mit irgendwelchen Quick Replies dann noch zusätzliche Interaktionen fördern. Wir können Bilder hinzufügen, die hier angezeigt werden. Wir können sogar so weit gehen, dass wir Audio-Files, Video-Files, Share Location ist jetzt vom Nutzer aus, also diverse Inhaltstypen, Media, Multimedia-Typen hier hinzufügen können. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine junge, relativ junge Zielgruppe habt, kann es zum Beispiel interessant sein, einen Audioblog zu fügen. Das ist dann wie eine Sprachnachricht, kann man sich das vorstellen. Und dazu brauchen wir natürlich einen Audio-File, was ich jetzt leider nicht vorbereitet habe. Die URL würden wir dann hier eingeben. Zum Beispiel, ja, wie hier als Beispiel genannt würde, Dropbox, oder wir können auch unseren eigenen Webserver benutzen. Wo auch immer unser Audio-File liegt, das wird dann hier eingetragen und der Nutzer bekommt dann eben eine Sprachnachricht. Das ist dann gerade bei jungen Zielgruppen vielleicht spannender, bei anderen Zielgruppen vielleicht weniger spannend, aber einfach jetzt der Hinweis an der Stelle, dass man das eben auch den Content so aufhübschen kann und natürlich nicht nur mit hier trockenem Text arbeiten muss. Ich glaube, man kann sogar Dateien teilen, ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Ich sehe zumindest die Funktion gar nicht, vielleicht bin ich auch wieder blind. Letztlich kann man dann aber auch zum Beispiel eine PDF teilen, indem man einfach den Download-Link dazu teilt, wenn das jetzt nicht nativ hier geht, wie es aussieht. Dann könntet ihr im Endeffekt einfach hier einen Button hinzufügen, PDF-Download. Ja, gerade interessant, wenn ihr einen Lead-Magneten oder so erstellen wollt. Okay, was wäre jetzt angenommen, ihr möchtet für eine bestimmte Website einen Content-Blog erstellen, auf die später verlinkt wird? Also ihr möchtet irgendwo einen Lead-Magneten rausgeben. Wir können jetzt dazu einfach mal einen Content-Blog erstellen, nennen den Lead-Magnet, würden dann hier unseren Content, zum Beispiel PDF-Download, einfügen. Können das wieder mit einem Button lösen oder wie auch immer. Könnten jetzt auch noch andere, viele Multimedia-Sachen hier hinzufügen. Aber wichtig ist, wenn ihr auf diesen Blog verlinken wollt, dann müsst ihr diesen Link hier rauskopieren. Und wir können dann genau diese Adresse hier kopieren und darauf dann mit einem Button verlinken von unserer Website. Also zum Beispiel, ihr habt auf einer Landingpage ein Video, wo ihr dann darauf verweist, okay, hey, wollt ihr meinen Lead-Magneten? Dann erstellt einen Button mit genau diesem Link hier. Und wenn der Nutzer darauf klickt, kommt er direkt in den Messenger und bekommt diesen Content angezeigt. Das geht übrigens super einfach, einfach mit einem ganz normalen Link oder auch mit einem Button. Also keine große Magie. Es gibt dann natürlich auch Möglichkeiten, den Button sozusagen direkt als Facebook-Button auf die Seite einzufügen. Das können wir uns später nochmal anschauen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo genau das hier ist, aber so ist im Endeffekt der einfachste Weg, den Nutzer quasi zu diesem Inhaltsblock zu führen. Ich glaube, jetzt ist relativ klar geworden, wie man die Inhalte in seinem Chatbot gestalten kann. Schauen wir uns doch mal die nächsten Punkte an. Setup AI. Das hier ist im Endeffekt die Zentrale, um die Artificial Intelligence zu steuern, wie es auch schon heißt, also die Intelligenz des Bots. Hier sollte man natürlich die Sprache auch wieder auf unsere eigene Sprache stellen, sofern man den Bot auch in Deutsch betreibt. Kann dann hier verschiedene Gruppen erstellen für bestimmte Intelligenz-Thematiken. Ich muss ehrlich sagen, bin nicht sehr begeistert von dieser Intelligenz bisher. Man kann jetzt zum Beispiel bestimmte Phrases hier vorgeben. Chat starten, bitte Chat starten, ich brauche Hilfe. Nur als Beispiel, und man wurde dann hier auf den, kann man entweder mit einem Text antworten oder zu einem Blog verlinken, zum Beispiel dem Live-Chat. Wir können das gleich jetzt zum Beispiel machen, ich will etwas lesen, zeig mir Artikel, was gibt es auf deinem Blog? Auch hier würden wir dann einen Blog antworten,
zum Beispiel dem Blogartikel. Wir können natürlich auch mit Text antworten, einfach mal so beispielhaft mit irgendeiner Beleidigung. Und dann kann ich antworten, okay, schön, dass du das so siehst. Das Problem an dieser AI ist bisher, dass die von ChatView nicht sehr intelligent ist. Also sie reicht für die wichtigsten grundsätzlichen Sachen aus, aber wenn der Nutzer wirklich natürlich schreibt, dann passiert meistens Folgendes. Der Nutzer landet eigentlich, wenn er nicht gerade die Buttons hier nutzt und sich quasi wirklich durchklickt, bei dieser Antwort hier. Das ist ziemlich uncool und ist auch irgendwie nicht convenient. Das Problem ist einfach, dass der Nutzer sich davon ausgeht, mit dem Bot schreiben zu können und die viele Nutzer aus meiner Erfahrung heraus nicht diese Buttons hier benutzen. Manche benutzen sie, aber der Großteil der Nutzer schreibt in dem Bot. Und das Problem ist, dann versteht eben ChatView nicht immer, was gemeint ist, was der Nutzer möchte. Und aus diesem Grund macht es eben Sinn, ChatView mit einer intelligenteren Software zu verbinden. Aber dazu sage ich euch jetzt, dass wir das in diesem Video nicht machen werden, weil das ist eine komplexere Sache. Ich möchte nur einen Hinweis darauf geben, für die, die es interessiert. Wir können gegebenenfalls dazu mal ein extra Video machen, wie man das relativ leicht verbinden kann. Stichwort hier ist Dialogflow. Das ist eine Google-Software, die letztlich intelligent ist und euch hilft, sozusagen ja, natürliche Konversationen mit eurem Bot zu erlauben. Das Ganze ist kostenlos und ich glaube zumindest bis zu einem extrem großen Pensum. Ja, also ihr seht schon, dass, es gibt eben so ein bisschen ein paar Limits hier, aber sagen wir mal, für einen ganz kleinen, einfachen Bot ist das auf jeden Fall kostenlos. Es ist übrigens dieselbe Software, die auch mit Google Home arbeitet, also wenn man Google Home Skills erstellen will oder ähnliches. Also es ist diese Intelligenz, auf die ihr setzen könnt. Und dann kann man eben viel besser hier viel mehr Synonyme, viel mehr Kontext verstehen, als es eben ChatView selber kann. Das heißt, wer wirklich durchstarten will und sehr hohen Wert darauf setzt, dass sein Bot sehr intelligent ist, sollte sich diese Software anschauen und das quasi implementieren. Schauen wir uns den nächsten Tab an, das ist People. Da ist jetzt nur Morten Ole drin, das ist mein eigener Account. Und ihr seht jetzt, sonst ist niemand drin. Und wir sehen auch, dass hier relativ wenig zu machen ist. Wir können jetzt hier nichts machen, außer wir gehen auf die Pro-Version, dann können wir uns eben detailliertere Details über unsere Zielgruppe anschauen und Segmentierung vornehmen oder ähnliches. Haben wir jetzt nicht, brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Deshalb springen wir direkt zum nächsten Punkt. In der Broadcast-Funktion, da geht es darum, wie der Name schon sagt, die Nutzer in unserem Chatbot zu erreichen. Das heißt, wir können hier wie mit E-Mail-Kampagnen quasi Kampagnen-Nachrichten schreiben und die aktiv raussenden an alle unsere Nutzer oder auch nur an ein bestimmtes Segment. Wenn wir jetzt das ganz einfach machen wollen, gehen wir hier oben auf Deliver Your Message Now und könnten jetzt noch einen Filter vornehmen, zum Beispiel Attribute, Gender, wann er das letzte Mal online war, wo er herkommt und so weiter. Also wir hätten hier relativ viel dann noch sozusagen definieren. Wir können zum Beispiel den Ref definieren, das heißt, wo der Nutzer herkommt, wenn wir das vorher quasi auch definiert haben und so weiter. Wir können auch irgendwann eigene Attribute erstellen, um zum Beispiel Nutzer auch zu erlauben, dass er sich selbst sozusagen ein Profil erstellt und seine Interessen angibt. Das machen wir aber auch wahrscheinlich eher in einem detaillierten Video, ist wahrscheinlich besser, weil das geht auch sehr ins Detail und macht eigentlich auch nur später Sinn, wenn man wirklich eine größere Zielgruppe hat. Ja, wir lassen es einfach mal weg und lassen einfach mal das so stehen, wie es ist. Und wir gehen jetzt hier unten hin und würden jetzt einfach so schreiben, hallo, ich bin eine Message und können natürlich auch hier wieder diverse Möglichkeiten hinzufügen, wie zum Beispiel irgendwelche Galerienbilder. Ihr seht schon, sehr viel Content, den man hier extra hinzufügen kann und kann das dann einfach, wenn man soweit ist,
mit dem Send-Button raussenden an seine Zielgruppe. Typischerweise könnte man jetzt irgendein Angebot senden mit einem schönen Bild und dann den Button jetzt kaufen und würde dann irgendeine URL hier wieder eingeben. Und das kann man dann raussenden, wenn man zum Beispiel eine besondere Aktion fährt. Ich lösche das jetzt wieder, weil das brauche ich natürlich nicht. Und wir können uns mal anschauen, was Trigger macht. Hier kann man dann, jetzt ist ein bisschen zu schnell gewesen. Hier kann man dann eben so bestimmte Trigger aktivieren und dann irgendwie quasi auch eine Art Autoresponder aufbauen, indem man sagt, after user attribute is set, und kann dann sagen, okay, wenn der Nutzer irgendwas gesucht hat, also irgendein bestimmtes Attribut, irgendeine bestimmte Werte annimmt, oder wenn ich die letzte Interaktion nach oder hinter der ersten Interaktion und so weiter, ich kann hier im Endeffekt bestimmte Trigger an, das ist auch ein sehr komplex, aber ich kann hier bestimmte Trigger definieren, um letztendlich dann auch wieder irgendwie automatisch Nachrichten rauszusenden. Man kann zum Beispiel sich überlegen, okay, hey, der Nutzer ist in irgendeiner Sequence drin und hat jetzt irgendeinen neuen Value erreicht, indem er irgendwas hat er sich angeschaut, und dafür gebe ich ihm einen bestimmten Wert, und dafür kann ich ihm dann eine Nachricht senden. Ist wahrscheinlich für die meisten fürs Erste zu kompliziert. Und deshalb gehen wir mal zum nächsten. Das ist Schedule for Later, also später planen. Das heißt, hier kann ich einfach Nachrichten planen, kann hier einstellen, okay, wann möchte ich das senden? September um 20 Uhr. Kann dann einstellen, welche Timezone, also welche Zeitzone ich nutzen will. Das ist auch ganz cool, wenn ich ein internationales Publikum habe, kann ich hier einstellen, ob ich eben meine Zeitzone, also die vom Bot, nehme oder die Zeitzone vom Nutzer, damit zum Beispiel, wenn der jetzt irgendwo anders auf der Welt gerade hockt, dass er die trotzdem um 18 Uhr bekommt und nicht um 3 Uhr nachts. Ja, kann jetzt auch ein Repeat hier einstellen. Das heißt, wenn ich irgendwie zum Beispiel jetzt diese Blogartikel habe, ja, kann ich zum Beispiel regelmäßig, das wäre jetzt über Zapier eine externe Integration, wie es aussieht. Ich kann jetzt gar nicht, sehe ich gerade die interne RSS-Integration nutzen, aber ich kann jetzt zum Beispiel irgendwie in der Regelmäßigkeit von irgendwas bestimmten Content raushauen, wenn ich das möchte, zum Beispiel aktuelle News oder was auch immer. Lösche ich jetzt wieder, denn das brauche ich auch nicht. Dann gibt es ja noch das Thema Autopost from External Source, und hier kann ich dann auch letztendlich wieder, wie ihr seht, Social Network und ähnliche Dinge auswählen. Sprich, zum Beispiel über IFTT, also If That Then That, ist auch so eine Integration über Zapier, kann ich jetzt automatisiert irgendwas posten, wenn neuer Content erschienen ist. Das heißt, ich müsste dann für die Leute, die Zapier nicht kennen, das ist ein Online-Anbieter, der im Endeffekt Schnittstellen zusammenbringt, sodass ich im Endeffekt einen Google Sheets-Zugriff habe oder YouTube und kann dann zum Beispiel automatisiert YouTube-Videos in meinen Bot posten, wenn ich das denn möchte. Also, aber wie gesagt, dafür brauchen wir diese Integration von Zapier, und dazu müssen wir uns erstmal Zapier genauer anschauen. Das werden wir auch nicht in diesem Video machen. Das geht dann auch zu viel ins Detail, aber es ist wichtig zu wissen, hier könnt ihr Direktnachrichten rausschicken, hier könnt ihr irgendeinen Trigger setzen, um eine Nachricht rauszuschicken, hier könnt ihr Nachrichten planen und auch wieder wiederholt planen, und hier könnt ihr einfach automatisiert von externen Quellen posten. Das musst ihr aber extra einrichten mit Zapier, und ich bin davon auch nicht so der Fan, weil das ist dann im Endeffekt einfach nur so mal, endet dann auf den Massencontent, der für den Nutzer kaum nützlich ist. Ich würde wirklich in so einem Chatbot, mal so als kleiner Tipp am Rande, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Blog seid, einen Deal-Blog, angenommen seid, einen Deal-Blog, wo ihr quasi immer die besten Deals aus XY-Bereichen raussucht, dann würde ich versuchen, den Nutzer am Anfang zu segmentieren. Das heißt, ihr zu fragen, an welchen Themen ist er interessiert, keine Ahnung. Er möchte Deals für Outdoor-Kleidung, der nächste möchte vielleicht Deals für schicke Sneaker. Und wenn ich das eben segmentiert habe, dann wirklich manuell gut aufbereitete kleine Kampagnen-Newsletter in Form von Nachrichten an diese
Zielgruppe rausschicken und dann würde ich vielleicht also alle paar Tage mal und nicht dauerhaft dann müsst ihr überlegen. Das Ganze ist in der Inbox von dem Nutzer, wo er auch mit seinen Freunden chattet, wenn ihr ihn dann wirklich zuspammt und auch keinen Wert liefert, also keinen Value in dem Content bringt, kann es sehr schnell sein, dass er unzufrieden ist und einfach euch wieder rauslöscht. Dann gehen wir nochmal auf Configure. Hier waren wir ganz am Anfang. Jetzt können wir zum Beispiel dieses Menü erstellen, was immer dauerhaft unten im Bot angezeigt wird. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel hier die Suche implementieren und darauf verlinken und zum Beispiel Blogartikel und können dann hier auf die Blogartikel verlinken. So ist es zum Beispiel dann immer ersichtlich, also der Nutzer kann 100 Mal mit dem Bot geschrieben haben und kann immer dieses Menü aufmachen und dort auf diese Menüpunkte zugreifen oder eben mit dem Bot schreiben. Ein wichtiger Punkt ist noch das Thema Grow. Hier können wir uns das mal anschauen, was für zusätzliche sozusagen Möglichkeiten ich habe, um Nutzer zu acquiren oder beziehungsweise Nutzer in meinen Chat-Support zu bekommen. Das eine ist zum Beispiel das Customer Chat Plugin für die Website. Das könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Bubble hier wie unten, hier unten rechts, der auf eurer Website ist, wenn ihr den Code einbaut. Und dann poppt das eben direkt auf, wenn ein Nutzer angemeldet ist bei Facebook und man kann eben direkt auf der Website den Chat starten. Ist natürlich die Frage, ob das so sinnvoll ist, das heißt, ob das was bringt. Denn in der Regel jetzt im Online-Marketing wollen wir irgendwie versuchen, Nutzer zu erreichen, die uns noch nicht kennen. Das heißt, sie werden wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auf unserer Website sein. Wenn sie dort sind, dann haben wir sie ja im Endeffekt schon da, wo wir sie hinbekommen wollen. Wenn man aber zum Beispiel einen Support hier anbieten will, ist das vielleicht interessant. Hier nächster Punkt ist, dass man Nutzer auch von Kommentaren in den Bot bekommen kann. Das heißt, ich kann automatisiert Nachrichten senden an Nutzer, die Beiträge auf meiner Seite Morten Ole kommentieren. Das ist ein Klassiker, das haben schon einige Marketer gemacht. Ich weiß nicht, ob es jemand schon mal gesehen hat. Man setzt einen Blogpost, einen Facebook-Post auf. Dort sagt man, hey, ich verschenke hier irgendeinen Gutschein, einen Guide, also einen typischen Lead-Magneten. Kommentiert einfach unter diesem Beitrag hier mit einem entsprechenden Keyword. Jetzt kann man sich das mal anschauen. Kann jetzt zum Beispiel Lead-Magnet hier mal erstellen. Kann jetzt einen spezifischen Post suchen. Dazu brauche ich natürlich den Link von dem Post. Das kann ich natürlich jetzt nicht machen, weil ich auf der Seite nichts gepostet habe. Oder ich nehme einfach jeden Post. Das sind die beiden Optionen. Macht aber eigentlich mehr Sinn, wenn ich wirklich den spezifischen Post nehme, weil da, wenn irgendjemand kommentiert auf irgendeinem Post von euch, dann schreibt ihr ihn an, kann er vielleicht auch ein bisschen verwirrt sein. Und so ist wirklich vollkommen klar, worin der Nutzer ist und ihr gebt ja auch ein Wertversprechen, da wird er eben auch sozusagen eure Private Message annehmen, denn nur wenn er die annimmt, ist er auch in eurer Audience, das heißt, nur weil ihr ihn anschreibt, ist er noch nicht drin. Wir können dann hier sagen, wir reagieren auf alle Kommentare und können aber auch sagen, wir möchten nur bestimmte Phrases, also zum Beispiel, wenn wir sagen, hey, ich will, der Nutzer soll ich will in die Kommentare schreiben, dann werden nur die Leute angeschrieben, die ich will und vielleicht noch irgendwie ich will mit irgendwelchen Schreibfehlern kann man dann noch abdecken, aber nicht eben alle Kommentare. Genau, dann gibt es eben eine Nachricht, die der Nutzer bekommt, ja, und genau hier steht nochmal explizit, dass der Nutzer selbst im Endeffekt irgendwas drücken muss, irgendwie eine Antwort schreiben muss im Bot, also im Chat explizit, um dann überhaupt erst angenommen zu werden und dementsprechend solltet ihr den Nutzer schon klar machen, warum er jetzt mit euch schreiben soll. Nächster Punkt ist diese Submit Your Bot to Messenger Discovery Section. Was ist das? Ihr kennt es vielleicht im Facebook Messenger Bot, werden euch verschiedene Bots von zum Beispiel Bild-Zeitungen, den ganzen großen Magazinen und so weiter vorgeschlagen und hier kann man im Endeffekt ein Formular ausfüllen von Facebook, um vielleicht, wenn man einen ganz, ganz besonderen Bot hat, auch dort vorgeschlagen zu werden. Aber man muss natürlich ehrlicherweise sagen, wer jetzt eine kleine Seite hat und irgendwie einen einfachen Marketing-Bot baut, hat da wenig gute Chancen, weil ja auch Facebook nicht da unbedingt daran interessiert ist, dass die Leute mit Werbebotschaften
sagen, zuschickt, sondern Facebook ist interessiert, intelligente Bots, witzige Bots und so weiter zu promoten. Das heißt, es ist auf jeden Fall nicht so einfach, jetzt mal mit so einer kurzen Bewerbung sozusagen einfach auf die Discovery-Page dazu kommen. Eine Landing-Page wird automatisch generiert von ChatFuel. Wir können uns die mal anschauen. Das ist absolut nichts Besonderes. Es ist im Endeffekt einfach nur so eine billige Seite hier. Die existiert einfach. Wir lassen sie jetzt einfach mal stehen. Wir können sie auch deaktivieren, wenn wir wollen. Aber darüber werdet ihr natürlich nicht wirklich Nutzer einsammeln, denn wie ihr seht, das ist jetzt keine Landingpage, die irgendwas verkauft. Genau, wir haben jetzt hier noch das Send-to-Messenger-Plugin. Damit können wir genau das, was ich vorher gesagt habe, ein Skript installieren, womit wir den Button direkt auf die Webseite nativ setzen, statt im Endeffekt einfach einen eigenen Button zu nehmen und den Link zu setzen. Das sind quasi so die beiden Möglichkeiten. Wir können jetzt einen Ref-Parameter nehmen. Hier, wir sehen Lead-Magnet und könnten dann wirklich genau diesen Button in der Größe, wie wir es gerne hätten, in den zwei Farben, die möglich sind, auf unsere Website implementieren, indem wir diesen Code rauskopieren und auf der Website einfügen an der entsprechenden Stelle. Oder wir nutzen einfach einen eigenen Website-Button. Macht der im Endeffekt kaum einen Unterschied, bloß dass man hier im Endeffekt nicht noch einen neuen Tab öffnet, sondern wirklich hier draufklickt und die Daten werden an Facebook übermittelt. Genau, wir können uns auch einen Messenger-Code hier generieren und so weiter und so fort. Das sind aber alles so Sachen, die relativ uninteressant sind. Was wirklich noch interessant sind Facebook-Werbeanzeigen, die mit dem eigenen Messenger-Bot verknüpft sind. Das heißt, ihr könnt Facebook-Werbeanzeigen schalten, mit denen ihr dann darauf fokussiert, Leute in euren Chatbot zu bekommen. Das Schöne ist, die Leute bleiben dann auch in eurem Chatbot sowie Leads, das heißt, wenn sie einmal reingegangen sind und euch mit euch geschrieben haben, können sie immer wieder anschreiben und könnt dann quasi so eine Liste an Messenger-Kontakten aufbauen. Wie gesagt, das ist dann aber auch, geht dann auch wieder ein bisschen weiter, weil dann geht es dann in Kampagnenerstellung von Facebook, die ganzen Details rein. Das können wir auch gerne mal in einem extra Video machen. In diesem Video sollte es jetzt einfach mal so um den groben Überblick gehen, wie man so eine technisch so ein Chatbot umsetzen kann mit ChatFuel. Eine kleine Ergänzung an dieser Stelle, was wir nämlich völlig vergessen haben oder was ich völlig vergessen habe, euch zu zeigen, ist, wie ihr euren Messenger-Bot eigentlich testen könnt und das auch nativ ausprobieren könnt mit eurem gegebenenfalls auch Smartphone oder eben einfach direkt im Browser. Es gibt diesen sehr prominent platzierten Button Test this Chatbot hier oben rechts. Und natürlich können wir einfach da draufklicken und wir bekommen das Ganze im Messenger angezeigt. Ich klicke jetzt einfach auf den Link hier und komme jetzt in den Facebook Messenger, melde mich mal mit meinem Account an. Jetzt werde ich natürlich gucken, dass ich meine ganzen anderen, so jetzt sehe ich gerade, ich habe schon mal getestet hier vor längerer Zeit, also ManyChat mal benutzt hier. So, aber wir sehen jetzt, das ist das Neue, was ich hier gerade bekommen habe. Hier sehe ich auch gerade nochmal die Werbung von sozusagen von ChatFuel, dass ich doch bitte auf die Pro-Version upgraden möchte, wenn ich diese Werbung hier entfernen möchte. Was unser Ding ist, ist jetzt das hier. Idealerweise könnte man hier noch ein Bild einbauen, wenn man das Ganze ein bisschen ansprechender machen will. Zum Beispiel das Logo von der eigenen Seite, irgendein GIF kann man auch einbauen, also da kann man wirklich kreativ sein. So sieht das ja ein bisschen trocken aus, aber wir wollen jetzt einfach nur mal testen, ob die Funktionen gehen. Also klebe ich jetzt einfach mal ein, neuesten Blog und jetzt sollte er mir den neuesten Blogartikel hier anzeigen und wie man sieht, zeigt er mir jetzt den neuesten Blogartikel an. Ich könnte jetzt auch direkt zur Website klicken, würde ich natürlich zu meiner Website kommen. Und so weiter und so fort. Und so können wir eben auch so ein paar Tests machen. Wir können jetzt zum Beispiel mal Hi schreiben und dann würden wir gleich feststellen, dass er das nicht verstehen kann, weil wir eben das nicht definiert haben in der AI. Wir müssten jetzt quasi dazu wieder das in der AI hier definieren, um das Ganze funktional zu machen. Ja, das soll es gewesen sein mit dem kleinen Einschub hier. Nur noch der Hinweis, ihr könnt das Ganze eben einfach testen. Ihr könnt es auch auf eurem Smartphone testen, dann könnt ihr eben auch das sozusagen so benutzen, wie wahrscheinlich 99% der Messenger-Nutzer eben direkt auf dem iPhone und eben schauen, wie sich das dort ja, verhält. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Wenn dem so ist, dann gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, schreibt gerne eure Fragen in die Kommentare. So, an dieser Stelle nochmal eine kleine Message von mir am Ende des Videos. Wie ich schon erwähnt hatte, wenn ihr noch Fragen habt oder auch noch Lust habt auf weitere Themen zum Thema Messenger-Marketing, zum Beispiel soll ich mal ein Video darüber machen, wie mir eine Facebook-Kampagne einrichten oder soll ich mal eine von den Facebook-Kampagnen zeigen, die ich erstellt habe, wo wir im Endeffekt Leads einsammeln für den Facebook-Messenger, oder soll ich mal euch zeigen, wie ihr das quasi konfiguriert für eure Facebook-Werbeanzeigen etc. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin offen dafür, weitere Videowünsche zu dem ganzen Thema Messenger Marketing, und dann kann ich eben schauen, ob ich euch das mal zeigen kann, wie man das eben umsetzen kann, sofern ich das selber weiß. Und in diesem Sinne dann jetzt endgültig. Ciao.